2013 begann das Klinikum Burgenlandkreis sehr intensiv die Nachsorge seiner Patienten zu reorganisieren. Bis dato übernahm das ja der Sozialdienst. Doch mittlerweile gibt es dafür eine eigene Abteilung in dem Klinikum, die sich an beiden Standorten, Naumburg wie Zeitz, um die Belange der Patienten kümmert. Eng miteinander vernetzt arbeitet die Abteilung Patientenkoordination mit Sanitätshäusern und Reha-Kliniken aus der Region zusammen. Es ist ein multiprofessionelles Team, was entstanden ist von ungefähr 9 Mitarbeitern, die Kompetenzen sowohl aus der Sozialberatung als auch aus der Pflege mitbringen. Und wir kümmern uns schon sehr frühzeitig während des stationären Aufenthaltes darum, um festzustellen, gibt es denn bei dem einen oder anderen Patienten einen Bedarf im Rahmen der Nachsorge. Ist denn alles zu Hause zum Besten, wenn der Patient wieder entlassen wird? Weil das ist ja ein wesentlicher Bestandteil im Therapiekonzept. Der Behandlungserfolg hängt oftmals davon ab, dass eben auch zum Beispiel der Pflegedienst ambulant oder stationär gewährleistet wird. Oder wenn wir an die Endoprothetikversorgung denken, dann ist die Operation das eine und die Rehabilitation der nächste Baustein. Und da geht es halt eben auch darum zu organisieren, ist eine Übernahme in eine Rehabilitationsklinik möglich, gibt es Angebote der ambulanten Rehabilitation. Und da sind die Patientenkoordinatorinnen, wir haben einen Mann im Team, ansonsten sind es alles Damen, die zentralen Ansprechpartner auf den einzelnen Stationen, die sehr frühzeitig informiert werden, wenn ein Patient aufgenommen worden ist und sich darum bemühen, herauszubekommen, ist denn irgendwas zu regeln. Und das sollte natürlich auch spätestens am Tag der Entlassung so sein, dass der Patient ruhigen Gewissens auch entlassen werden kann. Es sind 8 Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter, die Erfahrungen in der Sozialberatung haben. Teilweise kommen sie auch aus verschiedenen Pflegeberufen. Bei der Patientenkoordination und somit bei der Nachsorge wird auch eng mit dem Pflegepersonal und den verantwortlichen Ärzten zusammengearbeitet. Natürlich ist es uns nicht immer möglich, auch den gewünschten Pflegeheimplatz zu organisieren. Das liegt in der Natur der Sache. Und wer die Situation kennt in diesem Bereich, der weiß, dass es sehr schwierig ist, Plätze zu organisieren und zu besorgen. Aber wir geben uns Mühe und versuchen da unser Netzwerk zu benutzen, um jedem einzelnen Wunsch gerecht zu werden. Regina Stolberg hat in der Abteilung Patientenkoordination den sogenannten Hut auf. Sie ist von Hause aus studierte Sozialarbeiterin und dafür verantwortlich, dass die Kompetenzen im Team wahrgenommen werden und der jeweilig betreute Patient am Entlassungstag auch gut versorgt nach Hause gehen oder eine benötigte Reha antreten kann. Für jede Station gibt es einen Patientenkoordinator, sodass jeder Patient einen festen Ansprechpartner hat. Sie selbst ist Patientenkoordinator auf der geriatrischen Abteilung in Naumburg. Und in ihrer Funktion als Teamleiter ist sie an beiden Standorten Naumburg und Zeitz tätig. Ein Zielpunkt ist ja, dass wir möchten, dass wir schnell am Patienten dran sind, wo Probleme bestehen, wo etwas weiter zu organisieren ist, dass wir praktisch von der Aufnahme an den Patienten kennen, wo wir denken, es sind entsprechende Faktoren, die dafür sprechen, dass er vielleicht nachstationär über weitere Hilfen verfügen müsste. Und die würden wir dann im Laufe der ganzen Krankenhausbehandlung organisieren, in Absprache mit allen weiteren Einrichtungen, extern, intern, so dass wir uns hoffen können, da eine gute Hilfe für den Patienten zu sein und ihn unterstützen zu können. Die Mitarbeiter haben ein Motto, nach dem sie sich richten und ihrer Arbeit nachgehen. Ja, also wir nennen das, wir arbeiten proaktiv mit dem Patienten. Das heißt, wir gehen auf die Stationen und schauen uns ja selber die Patienten an, ohne dass wir jetzt eine Anforderung bekommen. Wir haben eine bestimmte Kriterienliste, die erfüllt sein muss. Max Müller, der ein bestimmtes Alter hat, vielleicht schon eine Pflegestufe hat, alleine lebt, dass wir uns den wirklich anschauen, um da zu gucken, ist da noch Hilfe für zu Hause notwendig oder wie geht's weiter? Und das nennen wir sozusagen, wir gehen proaktiv auf die Stationen zu und auf die Patienten zu, ohne dass uns jetzt vorher irgendjemand darüber informiert.
Auch die Zusammenarbeit mit Sanitätshäusern und Reha-Kliniken funktioniert sehr gut. Wir sind jetzt auch gerade dabei, dieses Netzwerk weiter auszubauen auch und immer neue Einrichtungen auch kennenzulernen und eng mit diesen zusammenzuarbeiten. Ja? Seien es nun Pflegeheime, Pflegedienste, Reha-Kliniken, Sanitätshäuser. Also sind wir auch immer gerne bereit, neue kennenzulernen und mit denen zusammenzuarbeiten, weil das ganz wichtig ist. Es muss ja draußen auch funktionieren und auch wie es dann draußen funktioniert, dieses Feedback wollen wir ja auch gerne haben, um zu sehen, um die Qualitäten abzustimmen. Die Reaktionen seitens der Patienten sind durchaus positiv zu bewerten. Sie nehmen den besonderen Service des Klinikums sehr gern an. Was gefällt Ihnen hier so besonders? Die Betreuung, die Fürsorge. Und man wird von jedem befragt, und ob es allen gut geht oder. Es ist wirklich einmalig. Und ich gehe sehr, sehr gerne in die Tagesklinik. Was wird Ihnen jetzt hier in Naumburg geboten? Was machen Sie den Tag über hier? Oh, wir kommen früh an in der Tagesklinik. Da gibt es Kaffee. Dann, wenn wir damit fertig sind, wird Physiotherapie gemacht. Und dann geht es weiter. Wer die Hände schlecht bewegen kann, der kann die Hände bewegen im Raps. Das ist sehr schön. Das ist warm. Und da dürfen sie auch kleine Stückchen suchen, was sie vorher reingetan haben. Und dann Fahrrad fahren. Das macht wirklich sehr viel Spaß. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich die Zeit hier wieder verbringen darf, dass ich mich wieder richtig erhole. Mit der Fürsorge für jeden einzelnen Patienten zeigen die Mitarbeiter, dass die Patienten nicht nur eine Nummer im System sind, sondern dass man sich um sie kümmert und daran interessiert ist, dass es ihnen auch nach dem Krankenhausaufenthalt gut geht.